Ja, Österreich steckt mitten im EM-Fieber. Geschuldet ist das mit Sicherheit auch dem Achtelfinale, das am heutigen Dienstag über die Bühne gehen wird. Um 21 Uhr spielt Österreich gegen die Türkei. Und egal, ob man das vom Fernseher zu Hause, beim Public Viewing oder doch sogar in Leipzig mitverfolgt, die Stimmung, die wird auf jeden Fall ein Hoch erleben. Mehr als 6000 österreichische Fans sind dafür auch mit dem Bus, mit dem Zug oder mit dem Auto oder mit dem Flugzeug, wer weiß, nach Leipzig gefahren und angereist, um das Ganze vor Ort mitzuerleben. Darunter auch Bundeskanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler, die die Nationalmannschaft dabei unterstützen werden, dieses EM-Märchen wahr werden zu lassen. Und dabei sind vor allem in Österreich sehr, sehr viele davon überzeugt, dass es noch weitergehen wird, bis ins Viertelfinale oder wer weiß, sogar noch weiter. Nur 14% aller Befragten bei einer Umfrage sind davon überzeugt, dass man nach diesem Match heute heimfahren muss. Also hier doch der Großteil hier mit Zustimmung für das österreichische Nationalteam. Und nicht nur die Fans, die würden sich freuen über einen weiteren Aufstieg. Nein, auch der Handel, der wäre sehr erfreut darüber. Denn alleine, dass man es als österreichisches Team unter die 16 besten Nationen Europas geschafft hat, das hat einen Mehrumsatz für den Handel gebracht in der Höhe von 50 Millionen Euro. Dabei allen voran natürlich bei der Gastronomie, aber auch bei den Fanartikeln und Co. Und nicht nur Österreich ist österreichischer Fan, sondern auch die Deutschen, die drücken uns ganz fest die Daumen. In Deutschland beispielsweise, da sind in weiten Teilen bereits alle österreichischen Fanartikel und Fantrikots bereits ausverkauft. Und außerdem hat man in der Hauptstadt in Berlin eine große Ausnahme gemacht, nämlich beim Brandenburger Tor, beim Public Viewing vor Ort, wird heute auch das Achtelfinale Österreich gegen die Türkei übertragen. Obwohl normalerweise dort nur die DFB-Spiele übertragen werden und die Matches aus dem Olympiastadion und erst ab dem Viertelfinale werden dort dann alle Partien übertragen. Aber die Österreicher haben für so viel Aufwind gesorgt und für so viel Zustimmung und vor allem für so viel Fananfragen, dass auch vor Ort Österreich gegen die Türkei zu sehen sein wird.